Kaiserwetter heute hier in Montafon bei einer Übung des österreichischen Bundesheeres, die das hier gemeinsam mit zivilen Einsatzkräften übt. Was für ein Übungsszenario findet heute hier statt? Ja, wir üben im Rahmen dieser Luftraumsicherungsoperation für den Weltwirtschaftsgipfel in Davos den Einsatz unserer Emergency Response Team Air, also jenes Element, das zuständig ist, wenn es zu einem Flugunfall kommt und die Unfallstelle absichert. Und in diesem Szenario haben wir gleich eingebunden, dass bei diesem Absturz auch ein Lawinenabgang stattgefunden hat, ausgelöst durch den Absturz der Maschine, und es ist auch ein Lawinenunfall eben dargestellt, wo eben unser Lawineneinsatzzug zum Einsatz kommt und auch Teile der zufällig im Bereich unterwegs befindlichen Soldaten, die auf einer Schito waren und hier zum Lawinenunfall auch eingesetzt werden. Wie viele Einsatzkräfte sind das im Gesamten, die hier im Einsatz sind? Wir haben jetzt in Summe rund 150 Personen, die im Einsatz sind. Auch eingebunden ist die Bergrettung Gaschurn und die Rotkreuzdienststelle St. Gallenkirchen, neben dem Bundesheer. Wie wichtig ist es denn, dass hier auch recht realitätsnah bei diesen Bedingungen auch geübt wird? Ja, ich glaube, Übung ist notwendig, um im Einsatzfall auch rasch tätig werden zu können. Und so ein Flugunfall ist immer mit Komplikationen verbunden. Die Maschine war bewaffnet, daher ist die Unfallstelle abzusichern, damit also hier keine Personen in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das gehört geübt, und daher war es notwendig, auch dieses Team einzusetzen und im Rahmen der Übung einzubringen.